Im Iran gilt Rumi neben Bayazid und Hafez als der iranische Dichter. Im persischen Kulturkreis wird die Liebesmystik von Rumi, seinen Vorgängern und Nachfolgern Erfan genannt. Erfan bedeutet, durch Selbsterkenntnis Gott zu erkennen. Wir befragen den iranischen Diplomaten und Rumi-Kenner Seyyed Navawi, wie er das Erfan versteht. Die Gottessuche, das Erfan, hilft uns, die Einschränkungen unseres Daseins zu durchbrechen und eine tiefere Sicht unserer Existenz zu erlangen. Wir sind wie ein Embryo im Mutterleib. Wir können nichts wahrnehmen als das, was uns umhüllt. Man kann auch sagen, wir sind ein Wurm, der im Inneren des Apfels lebt und meint, es gebe keine Welt außerhalb des Apfels. Wenn der Apfel aber gespalten wird, erkennt der Wurm eine höhere Welt. Die Wurzeln des Sufismus befinden sich im Herzen, fließen von innen nach außen. Gott, der Erhabene, hat im Menschen Schätze gelegt, die die Ursprünge des Sufismus und der Mystik sind. Diese Idee war den Iranern schon Jahrhunderte bekannt, bevor der Islam in den Iran kam. Wir können diese Ideen auch schon in den Ausführungen von Zarathustra und Mani erkennen. Nachdem der Islam in das herrliche Land Iran gekommen ist, wurde der Religion Glanz verliehen. Dabei entstand eine tiefe Einsicht in die Existenz, das Dasein. Diese Einsicht ist den Iranern seit jeher vertraut. Wenn wir behaupten, dass das Erfan rein islamisch sei, heißt das, dass wir das Erfan nicht erkannt haben. Denn das Erfan begann mit der Schöpfung des Menschen. Das Erfan begann mit der Einsamkeit Gottes. Und so sprach er, ich war ein verborgener Schatz und so liebte ich es, erkannt zu werden. So habe ich die Menschen geschaffen. Für mich scheint der Sufismus den Iran der vorislamischen Periode mit der Zeit danach zu verbinden. Auf eine Art zeigt er die wahre Offenheit der ursprünglichen persischen Kultur von vorislamischen Zeiten bis jetzt. Er bietet einen Blick auf Persien, nicht nur auf den Islam. So lange habe ich darauf gewartet, an diesen Ort zu kommen. Hier soll Schams begraben sein, der geheimnisvolle Derwisch, über den man so wenig weiß, der aber aus Rumi erst den großen Mystiker machte, als der er heute bekannt ist. Schams war ein Theologe am Anfang, der zu einem Sufi geworden ist, zu einem Wanderer. Er hat viele Städte besucht, in jeder Stadt hat einen Job gesucht. Manchmal hat sich als Geschäftsmann angegeben. Zum Beispiel in Konya hat er einen Raum gemietet und sich als ein Händler vorgestellt. Das Einzige, was er konnte nicht gut schreiben. Und er hat selber gesagt, ich suchte jemanden, der genau war wie ich. Und Maulana war ein Spiegel, in den ich mich selbst gesehen habe. Und dann, er hat was geschrieben, das geschrieben, was ich selbst gewollt habe. Also Maulana war mein Mund und meine Zunge. Maulana Rumi war mit seinen Schülern auf dem Weg nach Hause. Wie immer versammelten sich viele Menschen im Bazar um ihm Fragen zu stellen. Da trat ein unbekannter Derwisch vor und stellte folgende Frage: Ist der Prophet Mohammed größer oder der Sufi-Meister Bayazid? Diese blasphemische Frage schockierte Rumi. Er antwortete: Natürlich der Prophet. Da sprach der Derwisch:
Der Prophet sagte zu Gott: Wir erkennen dich nicht so, wie es dir würdig wäre. Bayazid aber sagte: Kommt und preiset mich, denn Gott ist in mir. Rumi war sprachlos über diese Gotteslästerung. Doch dann verstand er die Botschaft des Sufi. Im Menschen selbst sollte man die Wahrheit suchen, nicht im Himmel. Das erste Interesse Rumis hatte Shams mit seiner schockierenden Frage nach Bayazid geweckt. Über Bayazid habe ich schon als Kind gehört. Aber was du gesagt hast, hat einen ganz anderen Klang. Erzähl mir, was schreiben die großen Dichter und Denker von Persien jetzt? Bayazid lebte und lehrte 100 Jahre vor Rumi. Er gilt als einer der großen Denker des Erfan. Seine Aussagen waren aber oft so provokant, dass sie die Menschen vor den Kopf stießen. Nach Bastam pilgern auch heute noch seine Bewunderer. Sein Werk war ein wichtiger Einfluss auf die Ideen von Rumi. Eines Tages erzählte Bayazid seinen Schülern: Als ich noch jung war, machte ich mich auf die Pilgerreise nach Mekka. Unterwegs wurde ich überfallen. Als ich dem Räuber sagte, ich sei auf dem Weg nach Mekka, fragte er mich, ob es denn in Bastam keinen Gott gäbe, sodass ich ihn in Mekka suchen müsse. Dieses Erlebnis führte mich auf meinen weiteren spirituellen Weg. Die Einordnung von Rumis Ideenwelt in eine philosophisch-religiöse Richtung wird bis zum heutigen Tag diskutiert. Einige meinen, dass der Pantheismus, also die Vorstellung, dass Gott in der Welt, in der Schöpfung existiert, in Rumis Werken vorherrschend sei. Gott steht dir bei, sodass dir keine Gefahr droht. Erhaben bist du in der Engelwelt. Erhabener als alle Erhabenen bist du. Über jedes Wort des verehrten Rumi kann man ein ganzes Buch schreiben. Wenn du ihn verstehen willst, musst du ein Herzensmensch sein und dein inneres Selbst kennen. Rumi hat Shams so sehr verehrt, dass er in seinen Gedichten sogar sagt: Ich tue es offen kund. Du mein Shams, du mein Gott. Dr. Reza Hajjatpour hat den Iran verlassen und sein Leben als Geistlicher aufgegeben. Heute unterrichtet er Philosophie an deutschen Universitäten. Rumis Ideen begleiteten ihn in beiden Stadien seines Lebens. Mulevis Lehre oder seinen Werken sind eine erfüllt, sagen wir mal, erfasst viele unterschiedliche Strömungen. Also wenn man Masnavi liest, natürlich kann man auch dort Koran entdecken, ja? Und kann man auch natürlich die neoplatonische Lehre entdecken, ja? Wenn man die Idee des Intellektes oder die Metaphysik betrachtet, die Idee der Manifestation, Emanation, das ist auch von dieser Seite. Man kann auch den semitischen Monotheismus in diesem, bei ihm entdecken und genauso auch die Lichtmetaphysik oder auch die spätere Gedanken, wie auch wenn wir beim Mullah Sadra sehen, diese uralte Demokrit-Vorstellung, diese die Welt als ein immerwährender, aktiver Zustand, na, immer in Bewegung. Ti tražiš Boga, ja sam našao Boga. Du suchst Gott, ich fand Gott, Allah Dželešanuhu. Ich sehe ihn in den Blumen, in den Sternen, im Kleinen und im Großen. Ich sehe ihn in Gläubigen und Ungläubigen. Ich sehe ihn im Glück und Unglück. Ich sehe ihn überall, in dir,
ist Gott. Herr Khatami, passt die Ansicht, dass Gott überall und in allem existent ist, zu den Grundsätzen des Islam? Die Diskussion darüber, was Gott eigentlich ist und wie wir uns seine Existenz vorzustellen haben, ist eine eminent wichtige Angelegenheit. Ich möchte dabei die philosophische und gnostische Meinung des großen islamischen Gnostikers Mulla Sadr erwähnen, nämlich, dass Gott die Existenz per se und der Urgrund ist und die Welten in tiefster unmittelbarer Verbundenheit mit ihm die Wirkung und die Strahlen dieser einzigen wahren Existenz sind. Natürlich gibt es unter den islamischen Philosophen solche, die diese Meinung nicht teilen. Sie streiten nämlich die Einheit und Einzigkeit Gottes als wahre Existenz und die Mannigfaltigkeit der Geschöpfe ab. Meiner Meinung nach ist die Idee der Allgegenwärtigkeit Gottes als wahre Existenz in allen Geschöpfen als die Wirkung dieser Existenz mit der prinzipiellen Weltanschauung des Islam konform.